Heyo, willkommen, buenos dias. Heute geht's weiter mit EQ. Schauen wir mal, was heute wird. Oh, Charakteraufstieg. Was haben wir? Neues Talent. Gucken erstmal üblich, wie üblich hier mal rein. Weizen plus 4. Heidelbeeren sind mehr geworden, Rüben sind zwei mehr geworden. Was auch immer eine Lupine ist. Zehn Kürbis, zwei Reis stehen nur noch auf dem Server rum. 10 Tomaten, 19 Sunflowers, 13 Mais, 23 Farn. Und 3 Truthähne. Okay. Ist hier eine riesige Tafel. Okay. Jetzt kriege ich schon die Aufgaben ans Brett geschrieben. Atipi-Kadaver. Bison-Kadaver, Kalkstein, Eisenerz, Sandstein. Und so ist unser ganzes Essen hin. Okay. So, Magen ist voll. So.
Glaslager schieben wir auch mal nach unten. Nehmen wir ein bisschen Wurst mit. Ist der Eisschrank, bringt der denn irgendwie was? Ich erstmal mit klarkommen mit den ganzen Truhen. So viel war Pitti-Kadaver. Ich denke mal, diese Fahnenspuren könnten wir mitnehmen. Ein bisschen Reis anpflanzen, ein bisschen Rüben anpflanzen, Mais habe ich hier gar nicht. Kaktus brauchen wir nicht. Gut, gucken wir erstmal. Sprit. So. We are unique.
Bellatrix Karnickel. Fox, willkommen. Habe ich schon gesehen. Hallo erstmal. Ich habe auch schon das Bestellbrett gesehen. Ja. Soll ich da denn auch noch aufschreiben, was ich haben möchte?
das haben wir hier. Du mal hier pflanzen, das dahin. Einen haben wir noch, wo tun wir den hin? Du hast ja schon Hut. Gibt's ja gar nicht. Ja, natürlich möchte ich auch einen Hut. Geht ja gar nicht, dass du einen Hut hast und ich nicht. Hat hier irgendeine Bewandtnis mit diesem Eisschrank? Muss da das Fleisch drin liegen oder ist das egal, ob das da drin liegt oder nicht? Nicht so. Reparieren. In meiner Kleidungstruhe. Die hier. Ich wollte gerade sagen, die Stiefel, die habe ich doch schon an. Hm.
Ehrenrucksack. 48 Kilo. Cool. Okay. Wunderbar. Lass mich mal gucken, ob ich nicht so ein Wapiti und Bison geschossen kriege. Wapiti rennt doch hier öfter im Garten rum und frisst an unseren Trieben. Klar, wenn man den sucht, dann sind sie nicht da, ne? Hier hinten waren immer Bisons. Karnickel nehmen wir auf dem Weg auch noch mit. Hast du ein Glück, Karnickel? Tage. Das ist ein Wapiti. One-Shot. Mittlerweile habe ich schon Jagen ein bisschen geskillt. Den kriege ich schon One-Shot, wenn ich den Kopf treffe. Ich muss den Bison noch suchen. Ich glaube, das waren ja zwei Bison, ne? Fuchs verachten wir aber auch nicht. Oh, Bison, wo rennst du rum? Hey, wo bist du hin? Ach, da. So, Bison check. Wapitis müssen wir jetzt bloß noch finden.
Auf der anderen Seite waren eigentlich auch immer Wapitis. Mal gucken. Eigentlich, wenn man welche sucht, dann sind sie natürlich nicht da. Da! In rauen Mengen sitzen sie da rum. Bergziege nehmen wir mit. Was? Bist ja so was von overpowered, du. Reh, du. Elchkadaver, verdammt. Aber Pity ist noch was anderes, ne? Jetzt habe ich hier 4 Elche erledigt. Aber wenigstens waren die 2 Bisons schon mal das Richtige. Jetzt, wo ich keine Pfeile mehr habe, jetzt rennt ihr hier überall rum, ihr Viecher. Sind hier die Pfeile. Da sind nochmal Pfeile. Wo seid ihr? Kommt her.
So, Werkzeuge. Gucke mal, ich habe hier Elchkadaver, toter Elch und hier steht Schlachtewer Pitti. Wisst ihr das hier? Das ist doch das Pitti, oder nicht? Wo ich die jetzt zermetzger? Bring die gleich nochmal zurück. Die Wölfe können wir ja schon mal metzgern und die Pakanickel. Welch ist das Rapiti? Okay. Weil ich hatte die eben in das Glaslager da gepackt und der Tisch hat es nicht genommen. Dann dachte ich, ich habe das Falsche. Wollte das gerade zerhackstückeln. Trüg hier in das Glaslager rein, ne? Du meine Karre draußen den Hut? Hä? Ist in der Karre, sagst du? Gut. Habe ich auch so einen tollen Hut. Ganz wichtig. So. Noch irgendwelche Viecher hier, die ich ermorden muss? Erstmal nicht, ne? Ich weiß zwar nicht, ob wir da mit den Sonnenblumen noch irgendwann mal was Nützliches basteln können, wie sich eine Presse Sonnenblumenöl herstellen oder so. Deswegen habe ich erstmal welche angebaut. Sunflower Seed. Steht aber auch nicht wirklich, wozu man die brauchen kann. Ich glaube, die sind wirklich bloß optisch.
So. Also dann können wir hier aber Pity und Bison Kadaver schon mal runternehmen von der To-Do-Liste. Schmeiß den Wolf noch schnell in den Metzgertisch. Dann gucke ich mir mal die Weidenröschen an. Da wächst doch statt ein Baum daneben. Das können wir ja verhindern. Gut. Sandra Fox, Eo, willkommen. So. Hanji. Auch dir willkommen. Sei gegrüßt.
Na, alles gut. So. So, was geht? Wenig. Muss erstmal wieder das ganze Management machen. Was man so täglich hier macht. Der tägliche Wahnsinn. Da siehst du, du kannst wenigstens mit Handy Streams gucken. Ich habe gar kein Smartphone. Ich habe ein Telefon, mit dem kann man telefonieren. Ich habe ja zu Hause den dicken PC und fette Internetleitung. Ne? Da brauche ich das nicht unterwegs. Aber jeder wie er mag. Ich glaube, wir holen uns mal ein bisschen Holz rein. Jo, super, Tanja. Hab schon gesehen. Ein Bison. Fantastisch. Hol jetzt mal ein bisschen Holz, damit wir die Sachen... Wie hast du denn hier die Karre reingekriegt? Achso, die passt hier durch, okay. Bist du unterwegs, Hanji? Okay. Jetzt komme ich hier nicht hoch, was ist denn das? Das ist ja voll die Cheetah-Schubkarre, ich krieg die ja gar nicht die Anhöhe hoch. Jetzt. Ja, ist klar, Meisterlampe. Frisst du an meinen frisch gesäten? Das gibt es aber nicht. Das Dreh, das müssen wir auch. Vorstellungsgespräch, okay. Ist das weit von dir zu Hause weg? Ich muss jetzt nicht sagen, wo du wohnst oder so, aber ob das weit ist oder nicht weit ist. Kilometer. Holy. Holy moly. Ja, aber wenn man das arbeitet, was man gelernt hat, dann kriegt man ja auch dementsprechend Geld für, ne? Ich denke mal, du würdest nicht unbedingt 350 Kilometer fahren, wenn da in deiner Region was geben würde, ne? Aber so ist das denn, ne? Hast du morgen ein Vorstellungsgespräch oder heute schon gehabt?
Eine Ausbildung, okay. Lebensmittelkontrolleur, das klingt so wie Testesser. Man muss ja die Genießbarkeit heute gehabt, okay. Man muss ja die Genießbarkeit dann prüfen. Da werden dich alle fürchten. Ja, aber so werden dich alle fürchten. Weißt ja, wie das denn immer ist, die Lebensmittelkontrolleure. Die werden immer gefürchtet oder bestochen. So, brennt hier überall Feuer. Gut. Okidoki. Danke, dass du hier warst. Dir auch schönen Abend. Ich drücke natürlich die Daumen, dass das alles klappt. Choose no. Wir choose no. Open Prediction. Vielleicht möchte ja jemand hier am Chatspiel mitmachen. Ich kümmere mich hier erstmal um die Wildfarmen und dann mache ich gleich weiter mit Rohstoff besorgen.
Echt ein toter Hase hier rum. Okay. Nehmen wir mit. Dachte, es hat Licht ja da so rum. Gibt richtig viel Eisen. Hey, wake up. LHMC Neo, willkommen. Nikabu, willkommen. Ingot, how are you? Everything okay on your side? Hey-o, Mr. Pintail, I have seen you guessed the right number after my stream. I have forgot to stop. So anyway. Then you get two crates.
So, dann pflanzen wir mal neues voran. Gleich in rauen Mengen. So. Sammeln wir erstmal alles ein. Nein. So. Pflanzen wir mal neue. Das ist ja endlich mal halbwegs vernünftige Musik. Könnte man auf die Playlist machen. Andererseits kann ich den Kram auch ausgraben, ne? Dann habe ich nicht so viel
Krams, was ich mitschleppe. Geht hier natürlich nicht. Zu viele Bohnen. Nee, zu viele Bohnen. No, Okay. Ja, Grüße zurück in die Eisbärenhöhle. Ich habe das jetzt gerade erst gelesen. Hallo Erik, willkommen. Also hilft er uns bald mit, oder wie habe ich das letztens verstanden? Hast du ihn infiziert mit dem Eco-Virus? Ich habe da so eine Befürchtung, wenn die den Patch 0.9 rausbringen, dass das dann vielleicht sogar vom Entwickler einen vorgesehenen Wipe gibt. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Weil ich werde den Server natürlich nicht zurücksetzen, wenn ich kann. Die schreiben jetzt schon immer von 09, was da alles reinkommen soll. Bis jetzt sieht es noch nicht so aus, als ob da irgendwelche Sachen sich so ändern, dass man den Spielstand nicht mehr brauchen könnte. Aber man weiß nie, ne? Also die Möglichkeit kann man nie ausschließen. Ich hoffe es natürlich nicht. So vollgestopft bis zur Oberkante, ich krieg nur schwer mitgenommen. Mal irgendwie wieder durchschlagen nach Hause.
Habt ihr hier eigentlich Boote, dass wir irgendwann mal Boote herstellen können oder eher nicht? Müsste man denn eine Straße übers Meer bauen? Boote wären echt was. Okay, also gibt's noch nicht, aber ist geplant. Eins zu 7, okay. Oh, ein ausgestopftes Wapiti habe ich auch noch.
So viel Bohnen und alles. Ich gehe erstmal zur Mühle und mal da ein bisschen was. Hier liegen ja auch noch Bohnen. Oh mein Gott. Ich weiß schon gar nicht mehr vor Bohnen wohin. Lassen wir die malen. Halt. Wir haben doch hier noch Fleischreste. Moment. Auch der Pflanzenfasern, ah, okay. Thank you.
Okay. Selbstverbesserung, Stufenaufstieg, okay. Fortgeschrittenes Lagerfeuer kochen. Stufenaufstieg, okay. Super. Ich Mörtel in meinem Eisschrank. Weg damit. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ich schiebe mal meine Schubkarre ein bisschen dichter zum Reparaturtisch hier vorne. Dann haben wir da auch Holz.
So. Irgendwo ein Treffpunkt. Hau ab. Ah, okay. Ach Gott, ja. Ich habe ja Steine in der Hand. Wundere mich gerade, warum ich keine Schippe in der Hand nehmen kann. Thank you.
Spitzhacke ist ja schon wieder kaputt. Geht ja hier fix. Day two, same again, comes and goes, breaks my heart, no one knew. I don't wanna go. Just out here, I'm all alone. Didn't wanna go. I wanna turn back the time. Turn back the time and let you know to come home. Thank you.
Ach gut, muss ja noch was essen. Ohne Essen geht nichts.
Wenn man dann erstmal anfängt, dann sieht man überall diese Kalksteine. Und das mal mit Eisen so wäre. Komische Musik gibt das. Thank you.
Schon wieder kaputt.
Boah, heute werde ich aber nicht alt. Ich hätte mal mehr schlafen sollen. Waffle Family, willkommen. Hi.
too hungry. No. Mr. Pintail, guess it right. One. Two. Three. Achso, ich muss essen. Na. No problem, Mr. Pintail. Chefs, thanks for the auto host. Ach, essen wollte ich auch noch was.
kann ich auch meine Karre wegschieben. Kann ja noch mal losziehen, ob ich irgendwo Eisen finde. Nee, sieht nicht so aus.
Unter Wasser ist das ja noch schwerer zu erkennen, was was ist. You can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. Your mind can't sleep when you let it starve. I know you wanna see me fall. From a golden mile, I can see you at the call. Think about it, rain won't tell you what I saw. When you break it up, you'll see who. When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Cause they told me you take too much.
cash. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody, all I got ahead is a moonlit road. Wir laufen einfach nur ein Stück weiter und gucken. Ob hier war nichts mehr. Können wir noch mal gucken. Nicht. Irgendwie ist Eisen saumäßig selten. Aber so richtig selten. Geht ja gar nicht. Hey, wake up. Stroft, willkommen. Hello.
habe ja hier irgendwo Eisen gesehen. Ich versuche mal noch eine Handvoll zu holen. Auf dem Weg zu meinen Fahnen. Schade, hat man unter Wasser die Farben nicht so richtig erkennt. Nicht wirklich erkennen, ob hier irgendwo Eisen dabei ist oder nicht. Ich hätte nicht durch. Ich da rüber. Hier vielleicht. Na, hallo? Was ist eigentlich das für ein Baum? Baumsamen, was auch immer das ist. Ein Riesenteil aber auf jeden Fall. Krasser Baum. Heftig. Hm.
Uah, Falle. Selbst eingesperrt. Kein Eisen. Ja klar, jetzt finde ich hier überall Eisen. Thank you.
Dann weiß ich zumindest morgen schon mal, wo ich Eisen suchen kann. Da geht's dir gut. Wo ist es? Drecksvieh, ich hab dich doch gerade erlegt. Wo war das? War das nicht hier irgendwo? Ich sehe schon Gespenster. Das ist runtergefallen.
Ich habe ja in diesen Fahrstuhl viermal noch ein bisschen Eisen reingelegt. Ja, mir reicht aber heute. Oh, lieber nicht groggy. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Close Draw Riffle. Congrats, congrats. Ich bin morgen wieder da. Winke, winke. Tschüss, Tanja. Ach, auch nicht mehr so lange. Morgen mal gucken, vielleicht schaffe ich da ein bisschen länger. Thanks for watching. Nimm sie Follows. Und das wieder ein Jahr. Auf Wiedersehen. Tschüss. Goodbye.